Ja, und ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen zu MotoGP 14 hier aus Assen. Ja, schauen wir mal ins Rennen. Ich bin 21. Was Stefan Bradl die Polen nennen, oder? Sehen wir, das wäre der absolute Hammer. Schauen wir uns das gleich einmal an. Ich bin da ziemlich. Stefan Bradl auf der Pole. Sensationell. Sowas finde ich geil. Leider kann er es natürlich nicht über die Runden retten, glaube ich. Aber sowas finde ich mal. Oh, Rossi, nur siebter hier. Eieieiei. Ja, Leute, da bin ich gespannt, was Bradl wird. Aber Pole ist schon mal extrem geil. Das finde ich mal eine coole Überraschung. So, ich bin hier nur drei Plätze hinter meinen Teamkollegen. Wieder auf realistisch. Schauen wir mal, ob mich da nicht übernehmen mit der Schwierigkeit. Ah, Kränkebremse ist ganz gut, aber dann der Ausgang war nicht so der Hammer. Ja, gleich vorneweg, ein neues Spiel kommt hier wieder von Milestone. Ich weiß nicht, wann, Mai oder so. Riot heißt das. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht im Anschluss was. Also, ich wollte in Google eh nur Riot suchen. Dann findest du gleich alles dazu oder in YouTube. Und ja, das. So mit Straßenmotorrädern und auf öffentlichen Straßen mehr oder weniger sein, was ich so von Videos her gesehen habe. So ein bisschen Isle of Man Style. Das könnte auch geil werden, also das wäre wahrscheinlich zu 99% auch spielen. Ja, infolgedessen werde ich jetzt nach der Saison, wenn ich das Angebot bekomme, auf jeden Fall gleich einmal zu Repsol wechseln. Dass man diese Saison, weil falls das Spiel dann kommt, dass wir hier die WM mehr oder weniger dann schon durch hätten. Also wenn jetzt die Saison auf der Repsol. Nach Repsol können wir noch immer irgendwas anderes noch fahren, wenn es sein sollte. Aber nur folgedessen, wegen dem Spiel, werde ich jetzt nach der Saison zu Repsol wechseln. Und sofern es natürlich raus ist, dann gleich auf Let's Play, kein Thema. Ziemlich sicher, ja, mal schauen, was da so abgeht, aber wir schauen uns das mal definitiv an. Dann sehen wir eh weiter, ob wir daraus wirklich ein Let's Play machen können. Was da mal, was man da überhaupt alles machen kann. Aber über 100 verschiedene Maschinen soll es da geben angeblich. Da bin ich schon sehr gespannt. Ja, jetzt vor lauter Reden natürlich wieder ein bisschen ein. Da der Fail von mir jetzt. Aber einen haben wir frei, mal gesagt. Ja, schon länger nicht gefahren, weil mein Ding Light Let's Play Projekt mit Mike. Da sind wir ganz lustig unterwegs. Gefällt uns sehr gut. Im Koop. Deswegen hat es auch leider nicht so viel hier. Bin ich jetzt nicht so viel zum Fahren gekommen. Aber wie gesagt, hier und wieder. Ja, übers ganze Jahr kann man das natürlich jetzt nicht aufrechterhalten. Komplett durch auch die Motivation. Irgendwann sinkt es dann auch ein bisschen. Aber dann hin und wieder macht es ein Rennen auch schon wieder Spaß. Willi. Niki Hayden hier. Ole Espargaro, da sind wir schon um die 12 herum, sehr schön. Ja, der fährt ein bisschen langsamere Linie, da haben wir jetzt leider blockiert, weil ich direkt dran mit Pedrosa Marquez. Oh, Bradl Nummer 4. leider. Konnte die Pole doch nicht halten, jetzt bis jetzt, also bis jetzt zumindest. Ich habe es fast gedacht und hätte es fast befürchtet. Ja, schade, Bradl, Pole Position hier, sehr gut gemacht von Stefan Bradl. Im Quali und jetzt im Rennen. Ja, ein Podium hätte ich ihm schon vergönnt. Aber da wird er die Werksfahrer wohl nicht ganz halten können. Rossi wird auch noch kommen. Da fehlt ihm der Speed leider im Rennen. Das haben sie ihm dann anscheinend nicht ganz gegeben nach dem Quali, dass er auch noch ein bisschen mehr Speed vielleicht hat, wenn er schon so gut drauf ist auf dieser Strecke hier. Ja, schade.
Im nächsten Jahr dann soll es wieder ein MotoGP geben, werden wir da bei Bradl, bei Vorwart, sofern wir das Angebot natürlich auch bekommen. Wenn ich es eh jedes Mal schon, aber da werden wir dann wahrscheinlich ziemlich sicher mit von der Partie sein. Aber warten mal ab, was da sonst noch alles abgeht bei dem, was für Teams sonst noch gibt. Ich könnte es mir zumindest mal vorstellen. So, P12, aber mit Luft da nach vorne, sehe ich gerade. Ja, hier wäre wieder ein Top-Ergebnis eigentlich möglich. Da die KI da über die komplette Runde, vor allem hinten die schnellen Kurven, da nicht allzu gut unterwegs ist. Auch hier bin ich eigentlich schneller, wenn ich es gut erwische. Dovizioso hier, aber speedmäßig muss ich da ein bisschen im Windschatten bleiben, glaube ich. Jawohl. Und alle drei auf einmal überholt. Ja, sensationell. Sensationell. Ah, die haben ein bisschen scheiße erwischt. Sie werden mich sicher wieder kontern ein bisschen. Delicious Pogaro vorne auf der 8. Unglaublich. Hängt da hinter Crutchlow, glaube ich. Ja, genau. Ja, der ist top unterwegs. Der ist wirklich top unterwegs. Und ich leider scheiße hier in der Kurve. So, Iannone wird mich da wohl auf der Geraden jetzt kurz. Aber vorne rechts, der Knick, der wird mir gehören. Der Viziose heute nicht gut unterwegs. Also schaut hinter Iannone. Sogar. Ja, heute sind wir ein bisschen großzügig. Heute nehmen wir ein paar Wiederholungen mit. Also diese Eck bin ich auch noch nicht so angefahren. Deswegen jetzt weiß ich's. Das hatte ich bis jetzt noch nie so, dieses Eck. Na, jetzt kurz die 2-3 Kurven, wo der KI wieder besser ist. Da können wir es hinten halten. Mit viel Glück. Ja, da drängt er sich jetzt rechts vorbei. Ja, das ist ein bisschen schlecht auch von mir noch zusätzlich. Aber da vorne, so ich hoffe, wir können den Schwung ein bisschen nützen. Oh, das war ganz knapp, aber ist sich ausgegangen. Ja, 9 wäre schon wieder nicht so schlecht. Obwohl hier natürlich definitiv viel mehr drin ist, aber jetzt bin ich schon lange nicht mehr gefahren. Boah, gleich ein bisschen gecuttet, aber in langsamem Speed ist es jetzt nicht so dramatisch übers Körper und so. So 5 von 10 Hälfte ungefähr kann man sagen, haben wir Halbzeit. So, dann bin ich wieder schneller über die Runde gesehen, schaut das wieder gut aus, dann müsste ich mir nach hinten schon einen leichten Vorsprung rausfahren können. Oh, da schneit Dovizioso aber ganz böse rein. Da tut es mir gleich ein bisschen versetzen. Da ist er ganz hot drauf. So, jetzt bleibe ich außen. Jetzt aus den Fehler lerne ich. Ja, da bremst er schon einen Kilometer vorher. Das passt. Die 9 wird wohl, glaube ich, mein Ziel sein. Wir vorne die erwischen noch. Theoretisch wäre es möglich, praktisch werden wir sehen. Jetzt kommt wieder Dovizioso wieder hier natürlich. Ah, ja, schlechter geht die Kurve nicht mehr für mich. Langsam wieder KI sogar. Ach du meine Güte. Das war nicht gut. Ja, da haben wir wohl keine Chance mit Speed. Boah, ganz einfach hier dran zu bleiben. Leck mich doch am Arsch. Ja, komplett wieder draußen aus dem Spiel, wenn man schon lange nicht mehr fährt. Hier natürlich der Bremspunkt. Da fehlt ein bisschen die Feinjustierung, ja. Und das Gespür für das Spiel. Bleibe ich doch komplett hinter ihm mit der Anbremszone, außer dem Bremser noch einen Ticken früher natürlich auch, darf man auch nicht vergessen, kein Thema. Ah, ich werde mich mal mit Dovizioso hier um die 9 streiten, so wie es ausschaut. Da waren wir so gut drauf in Schwung und dann kommen wir doch nicht weiter nach vor.
Duell hier mit Dovizioso. Der hat aber seinerseits Iannone jetzt wieder abgeschüttelt, so wie es ausschaut. So, hier haben wir nochmal keine Gefahr, weil da ist er eh besser wie ich. Ah, da kann ich kurz, aber das war natürlich nix. So, jetzt schon mal weg. Ah, optimal ist anders. Aber hier schön durchgezogen. Jawohl, ja, was man da gut machen kann eigentlich, ist ja wirklich unglaublich. Da kann man ja schon fast mit der Spitze mitfahren, wenn man es wirklich top drauf hat, die Strecke. Ich nehme jetzt vorbei aus dem Fenster, aber das könnte durchaus möglich sein, wenn man hier wirklich top unterwegs ist. Auch mit dem Motorrad. Wo ich noch Meilen weit davon entfernt bin. Was ist denn, treffe ich die Kurve nie? Das gibt's ja nicht. Ja, da sticht er natürlich wieder rein hier, Dovizioso. Schauen wir, ob wir es diesmal halten können. Jetzt ist er wieder da. Ich will aber da nach außen. Ah, Karl Crutchlow. Muss ich gegen Aleix Espargaró hier. Muss ein bisschen zurückstecken. Hat er ein bisschen verloren an ihnen anscheinend. Kommt da gar nicht mit ihm. Ah, was fahre ich da wieder für eine Linie? Flotter Karl Crutchlow schauen. Ja, und die ist heute auch nicht meine Kurve. Sehr schön. Ja, wir zwei kommen eher da ran und die da vorne nicht. Dovizioso ist auch gut unterwegs, obwohl ich ihn da ein bisschen eigentlich aufgehalten habe, Dovizioso. Jawohl, ich komme nochmal vorbei, das ist gut für Crutchlow. Für den ist jeder Erfolg gegen Dovizioso gut. Sehr schön. So, ein bisschen Windschatten, aufpassen, anbremsen, haben wir gesagt von vorher. Sehr schön. Crutchlow kontert wieder. Drei Runden noch, Leute. Drei Runden noch. Und wir alle freuen uns natürlich auch schon auf die neue Saison. Das wird wirklich geil. Da bin ich schon gespannt. Hoppala. So, muss ich jetzt wieder Dovizioso vorbeilassen vorne. Wenn, dann muss ich mal hier in der Schnellen ein bisschen was rausfahren. Könnte sich ausgehen. Ja, fahren da die beiden Brüder hintereinander oder ist das doch Bradley Smith? Man weiß es nicht. Eieiei. Ich habe mal Dovizioso hinter mir. Das ist schon mal sehr geil. Ja, das passt einmal. Eieieiei. Das war auch nicht von schlechten Eltern. Das kann ich nicht halten. Ah, schlecht umgelegt hier wieder. Eieieiei. Zwei Runden noch. Zwei Runden noch. P9. Acht ist theoretisch auch noch möglich. Ah, die freue mich schon. Auf die Repsol Honda. Das werden geile Duelle vorne. Mit Marquez, Lorenzo Rossi, etc. Pradl vielleicht, wenn wir nicht ganz vorne dabei sind. Jetzt haben wir gar nicht mal einen Zwischenstand angeschaut. Von vorne von den Top-Leuten habe ich jetzt gar nicht mehr gesehen. Ah, es ist Alvaro Bautista vorne, okay.
Ja, der ist hier auch besser als in echt da in der letzten Saison. Also auch am absteigenden Ast leider Alvaro Bautista. Ja, für alle gibt es heute nicht Platz in der obersten Liga. Siebter wäre aber der Traum. Das wird man unser bestes Ergebnis noch einmal bestätigen. Oder ich fahre sogar auf 6 hier an Bautista vorbei. In der letzten Runde jetzt. So, zumindest jetzt können wir uns mal vorbeibremsen. Das wäre natürlich der Hammer. Hier kann man einfach gar nicht zu früh einlenken. Ah, Meter zu spät fast. Da wird er jetzt wohl kommen. Ich mache ein bisschen zu. Oh, da kommt er. Ja, gut, ich bin meine Linie gefahren. Da müssen wir ein bisschen zurückstecken. Sehr gut. So, jetzt hier einen leichten Vorsprung raus. Das könnte reichen. Und bradelt schon vor mir auf der 5. Ja, alle 4 Werksmotorräder vor ihm wieder. Obwohl er die Pole, aber okay, das ist okay. Das ist okay. Zwar schade, dass er sich ein bisschen ärgern kann, aber ist okay. Ich glaube, das schaut für mich gar nicht so schlecht aus hier. Ja, jetzt bin ich mir ziemlich sicher, das geht sich aus mit P6. Ich kann sogar leicht vom Gas gehen, dass wir da ja keinen Sturz riskieren durch. Außen gar kein Regen, aber bewölkt zumindest. Also Regen, also trocken hat man sich auch etwas geholfen. Marquez, ja leider Marquez. Rossi dann Vierter. Dann Bradl, ja, ist hier nicht ganz mitgekommen, aber top natürlich gefahren von Stefan Raab, Bradl. Und dann komme schon ich hier. Hab das auch irgendwie hinbekommen, mich wundert es gerade selber. Auf der 6, sensationell. Das sind wichtige Punkte. Bautista, also Marquez, Pedrosa, Lorenzo, Rossi, Bradl. Bautista, Espargaro, Crutchlow, Dovizioso, Iannone, Smith, Paul Espargaro, Nicky Hayden, Scott Redding. Das die ersten 15. 18. Karel Abraham. So, Lorenzo vorbei an Rossi. Jetzt ist es soweit. Das ist nur die Frage, ob Lorenzo Pedrosa noch einholt. Das ist noch möglich, alles andere nicht mehr. Dovizioso, gleich viele Punkte jetzt wie Bradl. Sehr gut, sehr gut. Spannendes Duell. Quatschlo 73. Wundert mich eigentlich, nur 10 Punkte hinten. Na okay. Ist zumindest noch nicht ganz aus dem Rennen. Bautista dann mit Iannone streitet sich hinten, aber 5, 6, 7. 5, 6 auf jeden Fall. 7 Crutchlow muss sich ein bisschen anstrengen, aber ist jetzt nicht so weit weg. Ist nicht so weit weg. Alesiasberg auf der 10 mit der Vorwart. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Vor Bradley Smith sogar. Vor seinem Bruder Paul Espargaro. Redding. Hayden 15er, Edwards jetzt mit 2 Punkten nehme ich auch noch mit. Ja, alles erfüllt. Perfekt. Super. Ja, bin ich zufrieden. Für dieses Rennen. Ja, dann haben wir 18, 13, 14, 13, 7, 12, 15 und die 6. Aber das sind halt die Strecken, wo es dann einfach auch geht. Schauen wir noch, wo es hingeht. Sachsenring, auch nice. Da können wir natürlich auch realistisch eingeschalten lassen. Sehr gut. Ja, somit darf ich mich schon wieder verabschieden und bedanken fürs Zusehen. Sorry, wenn es sicher den einen oder anderen wahrscheinlich zu wenig ist, was gerade kommt. Aber ja, mehr geht gerade leider nicht. Aber egal. Wir fahren weiter. Und ja, dann natürlich
Nicht vergessen, Ride, das neue Spiel, das dann rauskommt. Und eh von Milestone auch Straßenmotorräder, was ich gesehen habe, auf Straßenstrecken. Könnte, glaube ich, ziemlich interessant werden. Da hat es einmal gegeben auf der PS2, ich glaube, nicht Gran Turismo, sondern so ähnlich. Irgendwas mit Turismo auch. Aber nur mit Motorrädern. Das war auch geil. Da hat es einen Nürburgring und so gegeben. Das war echt ein geiles Spiel. So wie bei Assetto Corsa, also zumindest so Einzeletappen und so, das ist auch ganz witzig, welches Motorrad dann zum Beispiel am schnellsten ist. Das hätte ich da am Nürburgring. Bin ich da für mich selber ein bisschen gefahren. Mit den Tausendern, mit den 600ern und so. Mit den verschiedenen Marken, dann ein bisschen ältere Motorräder. Ja, das war ganz nett. Also das könnte durchaus interessant werden, das Spiel auch. Warten wir einfach ab, genau. Ja, wir sehen uns wieder am Sachsenring demnächst bei mir auf meinem Kanal. Danke fürs Zusehen und bis bald. Ciao, ciao, euer Bernie.